Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, ist es jetzt wieder ein Tag her und ich habe mir mal eure Kommentare auch mal wieder durchgelesen. Leider ist das ein bisschen spät von meiner Seite aus, aber ihr hattet mir gesagt gehabt, so zumindest in den Videos, die jetzt ein paar Wochen her sind, ich soll, wenn ich bei Dexter oben bin, ja das Erz einsammeln und damit zu Bennett gehen. Das Erz habe ich ja jetzt vor ein paar Folgen jetzt eingesammelt gehabt, aber ich habe einfach nicht dran gedacht, mal zu dem damit zu gehen. Und da wir jetzt eh hier in der Nähe sind, gehe ich mal mit dem Erz zu ihm, der soll mir das beibringen. So, hier sind die 5 Erzbrocken übrigens. Hier sind die 5 Erzbrocken. Zeig her. Tatsächlich. Ich werde verrückt. 2 von den Dingern kannst du behalten. Du wirst sie brauchen, wenn du dir deine eigene Waffe schmieden willst. 2 Gegenstände erhalten, Erzbrocken. Bring mir bei, wie man das spielt. Bring mir bei, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Gut, du hast mir das Erz gebracht. Und ein ordentliches Schwert schmieden kannst du auch. Na dann leg mal los. Also, das Wichtigste ist... Es ist völlig egal, ob deine Waffe aus reinem Erz ist oder ob du eine einfache Stahlklinge mit einer Schicht aus Erz überziehst. Es kommt nur auf die Oberfläche an. Und weil das verdammte Zeug so teuer ist, nimmst du dir einen Stahlrohling und ein paar Brocken Erz. Es reicht natürlich nicht, einfach ein fertiges Schwert mit Erz zu überziehen. Du musst die Waffe schon selber schmieden. Alles Weitere hängt von der Waffe ab, die du herstellen willst. Ich will mehr über das Schmieden von magischen Erzwaffen wissen. Ich will mehr über das Schmieden von magischen Erzwaffen wissen. Ich habe meine Technik verbessert. Ich kann dir jetzt beibringen, wie du Bastardschwerter oder schwere Zweihänder mit Erz herstellst. Schwerer Erzzweihänder, 6 Lernpunkte. Jetzt habe ich es ein bisschen verkackt, sage ich jetzt mal so. Aber ich kann zumindest bei ihm Dings lernen, hier. Jetzt Erzwaffen. Warte mal, steht hier auch was Neues? Schmieden gelernt halt, aber... Rüstungsschutz vor Waffen 100, vor Geschossen 100, vor Drachenfeuer 50, Magie 25. Das muss irgendwie besser werden, oder? Es war genau so, wie du sagst. So, ich muss das irgendwie besser hinkriegen, also mit den Waffen. Aber ich muss jetzt auch erstmal zusehen, dass wir nach Jaken da kommen. Ich wäre mir da nicht so sicher. So weit weg. Ich penne jetzt trotzdem einmal. Erzähl dir doch nichts Neues. So, du hast geschlafen und bist ausgeruht. So. Ich werde mich da nicht so weitergehen. Jetzt will ich gucken. Achso, ich habe keinen Rohling. Hodges kann doch bestimmt verkaufen, hey, ne? Kann ich bei dir Waffen kaufen? Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich habe nicht viel. Die Schwerter und Äxte bringen mir fast alle in Onas Haus. Hat der hier irgendwo Rohlinge noch? Der hat keine Rohlinge. Was ist das für ein Ring? Nur ein goldener Ring. Okay, schade. Und das hier, Erzamulett des suchenden Irrlichts. Amulett der Lebenskraft. Lindern Gebundenus 40. Okay. Und den einen Fisch muss ich hier aufmachen. 3 Gegenstände erhalten, Dietrich. Ernsthaft? So, die beiden wollte ich auch noch aufmachen. 50 Gold. So, hier 100 Gold. Und hier 25 Gold. Und Olafs Beutel weiß ich immer noch nicht, was ich damit machen soll. So. Das heißt, wir suchen uns jetzt mal einen Weg... irgendwie zu dem einen hier bei den
im Norden den Wald, den Tempel. Vielleicht können... Da gibt es auch sicherlich noch ein paar Suchende, die wir ausschalten können. Wenn wir dahin auf dem Weg sind. Und noch ein paar Goblins. Stimmt, untote Goblins waren da ja auch noch irgendwo. Das war jetzt aber nicht der Weg hier, oder? Der hier war es nicht. Noch ein zweiter halt. Dann bereiten wir uns vor, dass wir nach Jarenda kommen. Wäre mir persönlich jetzt wichtig, dass wir dort auch mal ein bisschen skillen können. Er stellt sich das immer so einfach vor. Ich hätte das anders gemacht. Vor allem, ich würde ja auch schon gerne den besseren Spyender dann mal nutzen können. Das, was wir haben, ist zwar schon gut im Vergleich zu dem, was wir davor alles hatten. Aber das, was wir jetzt im Inventar haben, was wir nicht ausrüsten können. Warte mal, war nicht... Wir hören hier ja andauernd was. Und ich meine, da hatten wir letzte Mal, gestern, also in der gestrigen Folge, die ich auch gestern aufgenommen hatte, sagen, wäre ich hier nicht irgendwie eine Höhle oder so? Hatte ich... Nee, das wollte ich jetzt nicht. Hier ist keine Höhle. Oder vielleicht doch. Nee, doch nicht. Ist das jetzt eine Höhle oder? Ist keine Höhle. Schade, ich hatte irgendwie gehofft, geglaubt, dass da was wäre. Aber dieses Knistern ist einfach so, glaube ich, hier. So, da will ich jetzt mal lang. Und da gab es doch irgendwo noch einen Suchenden. Oder ein paar mehr. Und ich glaube auch andere Viecher. Ja, da sehe ich einen Suchenden. Ich speichere mal. Okay, jetzt hat er mich erwischt. Komm. Ja, komm. Okay, jetzt haben wir den. So. Kann ich bei dem da pennen? Ich hoffe, der hat ein Bett. Speicher mal, bevor ich das alles hier klaue. Okay, scheint ihm egal zu sein. Und eine Nagelkeule, okay. Ah, nein. Ja. Nehmen wir mit. Aber der hat jetzt hier kein Bett. Das nehmen wir auch mit. Ich hoffe, hier hat er vielleicht in dem anderen. Das ist kein Zelt. Okay, hier hatten wir schon geplündert. Der hat hier keine Schlafmöglichkeit. Okay, dann gehen wir in die Hütte da hinten nochmal und pennen da.
Ja, der will wahrscheinlich jetzt wieder Geld von mir haben. Wann bekomme ich endlich meine Miete? Ja, hier. Hier sind deine 50 Goldmünzen. Ja, es wurde aber auch Zeit. Immer wieder das Gleiche. So. Und wie das mit dem Saufen hier gemacht werden soll, dieses Saufwettbewerb, habe ich auch keinen Plan momentan. Da kannst du eh nichts. So, aber jetzt erstmal hier pennen. Ich frage mich auch immer, warum eigentlich der Held mit dem Kopf immer in Richtung Tür pennt. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Da haben wir die tote Harpyie. Ich bin froh, dass die tot ist. Ich hab was anderes. Denn die sind schon lästig und laut, muss ich sagen. So, ich speichere aber auch noch einmal. Wie immer auf V1. Boah, ich muss was gegen meinen Husten machen, ich werde wirklich krank. So. Mal gucken, ob da was dann noch auf uns zukommt. Also bestimmt noch ein Suchender oder ein paar mehr. Aber viele Möglichkeiten auch zwischendurch irgendwo zu pennen haben wir jetzt hier auch nicht, wenn wir diesen Weg gehen. Ich guck mal, ob hier oben noch irgendwo Viecher sind. Ein Mistvieh weniger. Würde ich jetzt auch gerne wieder hören. Heilpflanze. Und Blauflieder, nice. Aber okay, ich sehe jetzt gerade keinen anderen Gegner. Der Seite waren wir eigentlich auch noch nicht. Kann das sein? Und noch ein Pfeil. Wie wir den Lederbeutel. Wie wir das übersehen konnten. Gab es hier oben noch was? Ja, hier oben gab es auch noch ein bisschen was. Wie viel wir hier eigentlich vergessen haben. Ich hoffe, das reicht für Jacken da, auf jeden Fall. Wird wir hier einen sammeln, mitnehmen. Ach, hier kommen wir jetzt an. Und hier ist noch ein Heilkrocken. Wie haben wir das übersehen? So, da vorne ist aber der eine Suchende, der uns vor ein paar Folgen auf den Sack gegangen ist. Speicher noch einmal. Und dann sehe ich zu, dass ich den fertig mache. Komm! Auch richtig draufhauen, ja? Ja! Den haben wir geschafft. Den haben wir geschafft. Nice. Wo gab's? Ich höre hier auch andere Viecher gerade.
Hier Wasser, Lederbeutel, Bolzen. Eine Armbrust. Alter, wie viele Bolzen hier sind. Ist die Armbrust besser als das, was wir haben? Ich hoffe. Yo, ist besser. Benötigte Stärke 60, Schaden 90. Okay, nice. Eine bessere Armbrust haben wir jetzt, die wir auch tragen können. So, hier geht's aber auch noch weiter nach oben. Will ich jetzt nicht aus Versehen runterfallen? Nein! 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 Okay, müssen wir nochmal machen, weil ich so doof war. Und ich habe nicht mal gespeichert. Ich hoffe, das schaffe ich diesmal. Weil ich jetzt wirklich so doof war, um runterzufallen. So. Ey! Es hat doch vorhin geklappt. Warum konnte ich ihn jetzt nicht bekämpfen? Was soll denn der Scheiß? Nochmal versuchen. Ja, komm. Hör auf mit der Szene. Schnell die Dinger hier oben einsammeln. Wo war das? Hier. Die Bolzen, den Heilkraut und so weiter. Die Armbrust auch. Das sind sehr viele Bolzen. Und das Wasser. Und den Lederbeutel, genau. Ja, ich gehe diesmal nicht nach da oben. Weil da oben eh nichts gab. So, aber jetzt nochmal speichern. Um sicher zu gehen, dass ich jetzt nicht aus Versehen nochmal drauf gehe und den ganzen Fortschritt wieder verliere. Aber ich gehe jetzt mal einmal nach unten, um zu gucken, was, ob wir da alles gemacht hatten. Ich glaube, da gab es einen Lurker, oder? Und vielleicht finden wir noch eine Stelle, wo wir pennen können, damit wir eben heilen. Ich würde jetzt ungern Kräuter oder sowas verbrauchen. Ne, hier war das nicht. Oh, das war's. Okay, das war das. Gut, dann müssen wir doch ein bisschen heilen, aber den Schattenläufer, den kriegen wir fertig. Den machen wir platt. So, dann können wir den hier einmal nehmen. Dann nochmal zwei von denen, würde ich sagen. Das müsste passen, das müsste reichen. Ah ja, und die Armbrust ausrüsten. Ja, ich muss mehr auf Geschicklichkeit gehen.
Denn ein Tipp, den ich auch bekommen hatte, ist, wenn man Geschicklichkeit hochskillt, dann kann man diese Hechtrolle hier auch machen. Also dieselbe quasi wie aus Gothic 1. Und die würde ich gerne machen wollen. So, jetzt speichern. Jetzt machen wir den fertig. Komm. Ja, nice. So, das nehmen wir alles mit. Hier ist ja noch eins. Ich hör doch noch eins. Jo, tatsächlich, hier ist noch ein zweiter. Und ist das ein Ork, was der gekillt hat? Moment mal. Das ist ein Ork. Definitiv. Ich bin in der Lage, Schattenläufer zu töten. Die in der Lage sind, Orks zu töten. Und Orks sind in der Lage, mich zu töten. Das ist ein Kreis. Interessant auf jeden Fall. So, aber nochmal speichern. Also, wie ich das erklären soll, keine Ahnung. Also, oder wie sich das erklären lässt. Ich hatte einen Haarmund. Fellknöterich, nice. Gibt's da noch mehr? In der Höhle hier? Da ist was auf jeden Fall, da ist ein Weg. So, jetzt. Nee, da gibt's nix. Ich wollte schon sagen, was jetzt passiert. Aber okay, dann gehen wir jetzt einmal nochmal zurück. So, was ist mit dem Dude? Mit dem Landstreicher. Was suchst du hier? Was suchst du hier? Für so einen Schnösel stellst du verdammt viele Fragen. Sag mir, durch welche Goblin-Höhle wir beide zusammengekrochen sind und ich erzähl dir meine Geheimnisse. Andernfalls kümmere dich um deine Angelegenheiten. Ja, okay. Ja, den lasse ich in Ruhe erstmal. Obwohl, das ist ein Erfahrungspunkt. Egal, den machen wir später. Jetzt muss ich erstmal irgendwo pennen. Wahrscheinlich wieder in der Toten Harpyie. Will ich da nochmal pennen gehen. So, damit wir wieder voll aufgeladen sind. Hier Inno-Statue, der immer noch, also die Dinger sind alle hier verflucht, schändet. Würde ich lieber lassen noch. Da ist ja auch noch ein Suchender. Die Suchenden sind ja auch überall hier. Ich habe jetzt aber nicht genug Leben, um den kaputt zu hauen. Die sind schon sehr, sehr stark. Wie viel fehlt uns noch für die nächste Stufe? Bisschen... So knapp das Doppelte. Dort Doppelte. Also, noch 7.500 ungefähr. Pi mal Daumen. Das Doppelte wollte ich sagen. Ey.
Was ist mit mir? Wo hab ich Mathe gelernt? So. Aber jetzt erstmal wieder pennen. Obwohl, da unten könnten wir ja auch zusehen, dass wir vielleicht ein bisschen alle dezimieren. Nur Drachensnapper können wir momentan nicht erledigen. Und halt Orks. Okay, der Dude lässt mich in Ruhe. Also 7 Tage haben wir Ruhe. So, nochmal pennen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Und ich wundere mich über gar nichts mehr. Aus dem Weg. Ist doch. Ich glaube, ich speichere auch noch einmal. Bevor wir uns weiter da runter auf den Weg machen. Ja, aber erstmal gehen wir den Weg entlang bis zu dieser einen Dingens hier nochmal. Von dem Totem. Bevor wir dann auch wieder zu Satoras und so weiter uns auf den Weg machen. Dann müssen wir zusehen, dass wir irgendwie nach Jakenda kommen. Wäre mir jetzt persönlich wichtig, dass wir dort dann auch nochmal anfangen zu skillen. Stärker zu werden. Besser mit Zweihand. Mit Armbrust. Und so weiter. So. Der eine Suchende. Problem ist, wenn wir hier runterspringen würden. Wir kämen doch noch wieder hoch. Okay. Ich wollte kurz sagen, dann kämen wir da nicht mehr hoch. So, das heißt dann aber, ich versuche mal den da kaputt zu hauen. Das sind ja auch Punkte. Das wirst du bereuen. Hey. Komm. Alter, der gibt 300 Punkte? Ich 300 Erfahrungspunkte haben oder nicht haben? Ich muss jetzt so oder so erstmal wieder Leben tanken. Aber sein Zweihänder, okay, ist nicht gerade besser als der mittlere Ork-Axt. So, was können wir aber jetzt eben nehmen? Die Gesundheit. Komm, wir nehmen das. Und das hier. Was ist damit? Normaler Fisch. Ui, Goblinbären. Geschicklichkeitsbonus nochmal 1. Okay. Aber dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns wieder ganz normal auf dem Weg die Straße entlang. Zu diesen einen Dingens hier. Zu diesen einen oberen, nördlichen da im Wald. Das ist ein weiter Weg, den wir hier nehmen müssen. Aber egal. Wir nehmen den Weg jetzt. Und sehen zu, dass wir uns einen Weg bahnen nach Jakenda. Dass wir das irgendwie hinkriegen.
Und da sehe ich ja noch einen Weg. Kann es sein, dass da auch noch ein Drache ist? Oder irgendwie da ganz... Also, neben diesem Troll-Symbol da rechts. Da im Norden. Oder ist da vielleicht auch noch ein Weg? Also, wir wissen auf jeden Fall, es sind 2... Ne, 4 Drachen, glaube ich, sind das insgesamt. Die wir alle besiegen müssen. Dann ist nur die Frage, wo könnten die sein? Ich glaube, es sind sogar 2 in der alten Strafkolonie und 2 hier. Wenn das 4 sein sollen. Das ist nur die Frage, wo könnte hier der 2. sein und wo könnte in der Strafkolonie der 2. sein? Also finden wir alles noch heraus. Aber vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!